Willkommen zurück zu Pokémon, dem Karmesin-DLC. Ich bin nochmal zurückgerannt, denn zum einen haben wir hier Jim. Ich weiß nicht, was er hier macht, aber ich habe ihn hier gefunden. Der ist halt wirklich einfach direkt neben dem Dorf hier. Hier steht es ja auch, da oben ist das Kitakami-Kulturzentrum, da waren wir schon mal. Und hier steht er einfach so rum, den habe ich übersehen, aber ich glaube, der gibt einen was. Und deshalb bin ich nochmal zurückgegangen, um mit ihm zu reden. Hallo, Spiel lag wegen dem Sturm. Maike, wie geht's? Wie steht's? Alles bleibt hier auf der Exkursion? Was machen Sie denn hier, Senior Jim? Ich bin natürlich hergekommen, um zu sehen, wie du das so machst, ne? Schließlich bin ich der Klassenlehrer. Du hast doch noch so viele andere Schüler. Und wo ich schon mal hier bin, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, die Pokémon von Kitakami zu erforschen. Moment, oh nein, ich war so in meine Forschung vertieft, dass ich bisher ganz vergessen habe, auch dir zu sehen. Oh, tut mir leid, ehrlich. Was hältst du von einem kleinen Picknick als Entschuldigung? Gut, dass ich mir einen Tisch von Director Clave ausgeliehen habe. Es lohnt sich, auf seine eigene Vergesslichkeit vorbereitet zu sein. Wie hast du den überhaupt mitgenommen? Du hast nicht mal einen Rucksack oder irgendwas. Naja, egal. Ich komm rein. Oh, ein süßer kleiner Schluppuck. Wer ist ein Sandwich? Hab ich gerade das Wort Sandwich gedroppt? Ich hoffe, Koraidon kommt nicht aus dem Ball. Keine falsche Bescheidenheit. Das Sandwich ist für dich. Hau rein. Es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber dafür schmeckt es umso besser. Garantiert. Das ist nun mal die Grafik von dem Spiel, deshalb es so komisch aussieht. Normalerweise komme ich nicht so oft raus, deshalb mach mich all die Forschungsarbeit hier draußen ganz schön fertig. Und du umrundest für deine Schatzsuche gefühlt die halbe Welt. Respekt, echt. Schöne Decke. Aber Nanu, was liegt denn da im Korb? Hm? Ich denke mal ein Sandwich, oder nicht? Tada! Hast du das gerade gelegt? Oh, wow, ein Pokémon-Ei! Na sowas, dabei ist doch nur Schluppuck hier. Wie ist das möglich? Haben Sie das gemacht? Dir kann man echt nichts vormachen. Bestimmt hast du schon mal von einem Pokémon-Ei bei einem Picknick gefunden, oder? Tatsächlich noch nicht. Aber man kann es dort finden, tatsächlich. Wenn Trainer sich um solch ein Ei nicht kümmern können, übergeben sie es normalerweise in die Obhut der Akademie. Aber ich dachte mir, es kann nicht schaden, wenn sich stattdessen hier und da unsere talentierten Schüler diese Eier annehmen und dafür eine gute Note kassieren. In diesem Sinne, bitteschön, Maike. Okay, ich hoffe aber für dich, dass da ein Shiny drin ist oder irgendwas Gutes. Ein Pokémon-Ei erhalten! Hä, möglicherweise war es ein wenig übertrieben, extra deshalb nach Kitakami zu kommen, aber bei dir habe ich immer das Gefühl, dass ein guten Ende ist. Okay. Wir beginnen, benutzt ihr auch die Pokédex-App? Wenn du Pokémon der Kitakami-Provinz fängst, führt sich dadurch ein Kitakami-Pokédex. Ach nee. Ich werde noch eine Weile in der Umgebung mit einer Forschungsarbeit beschäftigt sein. Also komm unbedingt wieder zu mir, falls du den Kitakami-Pokédex vollständigst. Es waren zwei Leute, die den vollständigen Pokédex sehen. Okay. Alles klar. Aber ich habe noch keine Überraschung für euch, denn wir haben jetzt. Ich habe mein Team ein bisschen ausgewechselt. Nicht nur haben wir jetzt ein Ei, sondern wir haben jetzt auch noch. Knapfel im Team und Morcha, weil ich möchte ja nicht meine ganzen Base-Game-OP-Pokémon die ganze Zeit nur benutzen, deshalb dachte ich mir, ich nehme mal ein paar schwächere. Und das ist unser Morcha, das kann man eigentlich hier irgendwo direkt in der Nähe finden. Ich blende euch einfach mal direkt ein, wo es ungefähr ist. Ist auf jeden Fall super easy. Rennt am besten immer an den Bambus da entlang, dann findet ihr es wahrscheinlich. Es ist halt super, super klein, das Pokémon, aber so selten ist es jetzt auch wieder nicht. Ich habe hier zwar eine gefälschte Form, ne, bei 1% Spawn-Chance, spawnt auch eine original-authentische Form, aber darauf hatte ich jetzt echt gar keinen Bock, das zu handeln. Und für beide Formen braucht man auch verschiedene Items, um zu wickeln. Beide werde ich euch bestimmt noch zeigen im Display, ich weiß nämlich, wo sie jetzt sind, ich habe mir schon angeschaut. Hat ganz in Ordnung Attacken, würde ich sagen, dafür, dass ich es random gefangen habe. Und ich habe hier einen Knapfel, denn es gibt ja wie gesagt eine neue Entwicklung von Knapfel, aber das ist kein übliches Knapfel, sondern ich habe es vorhin noch eben gehuntet, ein Shiny-Knapfel. Denn Shiny-Weiterentwicklung, ich weiß gar nicht, wie der Name heißt auf Deutsch, auf jeden Fall im Englischen heißt es Diplin. Die Weiterentwicklung ist nicht grün, so wie die anderen Weiterentwicklungen von Knapfel, sondern eher gelb. Und hat seine eigene Animation, wenn es Shiny ist. Das ist das einzige Pokémon, was es hat. Und das finde ich ja sehr interessant. Ja, wir haben jetzt halt ein Ei. Ich weiß nicht, ob das irgendwann schlüpfen wird oder ob ich es raushole aus dem Team. Keine Ahnung. Zur Sicherheit habe ich hier noch ein paar andere drin gelassen, falls ich sie brauche.
Ich merke gerade, ich könnte vielleicht mal knapp für ein bisschen leveln. Nö, ich würde aber sagen, ich habe schon genug Bonbons, die ich abgeben kann. Ja, zack, gib mal ein paar. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Das war wirklich viel zu viel. Tja, Mochi, da musst du ein bisschen nachholen, ne? Kumpel. Blättersturm. Okay, also knapp hat zwei Attacken nur. Mehr kann ich ja lernen. Moment. Blättersturm ist natürlich schon geil. Wutpulver, habe ich auch noch nie gehört. Anwender zieht gegnerische Aufmerksamkeit und Angriffe auf sich, indem er ein wuterzeugendes Pulver über sie streut. Was ist so ein Buff? Oh, oder was? Nee, komm, mach mal weg. Hört sich seltsam an, finde ich. Ja, ich habe jetzt ein bisschen zu viel leider gelevelt. Ich glaube, ich reset nochmal. Wait. Ist das nicht shiny? Wait, das ist shiny. Wait. Shiny! Oh mein Gott, finally, ey. Das hat viel zu lang gedauert. Alter, das hat wirklich, wirklich viel zu lang gedauert. Let's go! Okay, egal. Ich habe mich dazu entschieden, die beiden noch nicht zu leveln, sondern erstmal zu warten, bis ich beide entwickelt habe. Eins von beiden werden wir jetzt auch direkt entwickeln. Denn, das ist noch der falsche Knopf, Mike. Denn hier unten beim Mündungsufer, da kriegen wir ein Item, das ich jetzt mal eben suchen gehe. Dafür müssen wir, glaube ich, einfach nur hier drüber, oder? Mündungsufer, ja. So, und jetzt suchen wir uns ein bisschen, gucken wir uns ein bisschen um. Gesucht wird nach einer kleinen Höhle. Ich glaube, die ist auch hier, oder? Ist das das? Na, Moment. Achso, wir müssen erstmal in die Richtung, okay. Keine Ahnung, was hier ist, aber ich glaube, da ist auch Ende der Welt. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Genau, da drüben. Nicht in der Höhle. Höhle war was anderes. Sorry, habe ich mich verwechselt. Ne, wir suchen in diesem Haus hier. Hallo? Okay, war kurz stuck. Genau, und hier gibt es... Die haben mal die TM. Und saftige Äpfel. Und saftige Äpfel brauchen wir, um es zu Diplin zu entwickeln. Genau. Es gibt auch noch die anderen beiden Äpfel, die man einfach so finden kann. Aber saftige Äpfel findet man nur hier. Ich kaufe direkt mal ein paar mehr. Für den Fall. Kosten ja nicht viel. Und dann kann man das Ding eigentlich auch schon direkt entwickeln. Ich mach das mal. Dann werden wir sehen, wie das Shiny Dippel aussieht. Ich habe ja schon gesagt, wie es aussieht, aber egal. Leider weiß ich jetzt nicht, in welchem Bereich des Rucksacks es ist. Saftige Äpfel. Hier? Nee. Ich bin gerade am Suchen. Ich weiß wirklich nicht, wo das ist. Hä? Wie bin ich blind, habe ich das Gefühl. Ich such mal. Ah, es wurde automatisch eingereiht hier. Okay. Genau, wir haben süßen, sauren und jetzt neuerdings den saftigen. Schönen, saftigen Apfel. Und dann entwickelt sich unser shiny Knapfel. Damn. Soweit ich weiß, ist es bei dem Ding so, dass da einfach... Sir Apfel heißt es jetzt, okay. Oder Sirapfel. Ich nenne es Sir Apfel. Auf jeden Fall ist es bei dem Ding, glaube ich, so, dass da zwei Würmer jetzt drin sind. Statt einer. Und das dann übergießt. Also ein bisschen ekelhaft, was da passiert, aber egal. Dieses Pokémon... Dann darf ich es halt nicht lesen. Doppelschlag. Okay. Darf ich bitte nochmal in den Pokédex mir das anschauen?
Genau, so sieht das normale Ding aus. Dieses Pokémon besteht aus zwei Individuen. Genau, zwei Würmern. Es hat sich mit Hilfe eines Apfels entwickelt, der nur in einer bestimmten Gegend angebaut wird. Ja, genau. Hier in dieser Ecke. Ja, das Ding sieht cool aus. Ich mag generell Knapfe und alle anderen Entwicklungen von dem Vieh. Jetzt kann ich es ein bisschen leveln. Damit es auch was drauf hat. Und dann gehen wir zurück zur Tafel. Und ja, zur letzten Infotafel. Drachenpuls, Genesung. Ah, jetzt kann es erst die Attacken alle lernen. Ah, ja komm, Erstauner ist keine gute Attacke. Komm, weg damit. Ist erstaunlich, dass du es überhaupt lernen willst. Energieball. Einmal jetzt die Kräfte seiner Natur und Felsen gegen das Ziel. Eigentlich ja ganz nice. Machen wir mal. Genau, Typ Pflanze, Drache. Nein, lass mal sein. Ja, ein bisschen kannst du noch haben. Hier nimm mal so ein paar Stück. So ist es okay fürs Erste, oder? Vielleicht ein bisschen zu underlevelt. Ich muss erstmal schauen. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich zurück bin, bei der Infotafel. So, angekommen an diesem Ort, wo ich den Namen leider vergessen habe. Aber bestimmt werden wir den jetzt wieder erfahren. Wie heißt der Ort? Paradiesebene, genau. Zum Paradies. Yeah. Paradiesebene. Wo müssen wir nochmal hin? Ich folge einfach der Minimap. Die sagt mir, ich muss hier hochklettern. Und nicht runterrutschen am besten. Ah, da unten ist es. Okay, perfekt. Die letzte Infotafel. Was wohl da drauf stehen wird. Oh, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle mit einem Item. Die simple Teeschale. Genau, die simple Teeschale ist nämlich um das Entwickeln der Bootlegs. Und hey, ich habe ja gesagt, unser Mortar ist ja ein Bootleg. Also ich werde es gleich entwickeln, aber erstmal machen wir das hier. Alles nach der Reihe, ja? So, wo ist Joe? Ich bin hier. Das ist die Paradiesebene, ne? Ziemlich trostlos, was? Der Überlieferung zufolge wurde der Oni hier wohl häufiger gesehen. Aber sag mal, was hältst du von einem Kampf, bevor wir um die Infotafel kümmern? Okay. Dann mache ich erstmal deine Puppe wieder fett. Nice. Rip. Rip. Oh, er steht schon so weit weg. Hast du so riesige Pokémon? Dieses Mal gewinne ich! Oh, er ist sehr selbstüberzeugt. Aber es tut mir leid, Mann. Ich habe gerade ein neues Pokémon gefangen. Das ist shiny. Und du kannst ja nichts dagegen tun. Gar nichts. Ich will gewinnen. Dafür gebe ich alles. Ja, ich will auch gewinnen. Nicht, dass das Spiel sonst nicht weitergeht. Oh Gott, dass ich mein Delphi-Man immer noch dabei habe, ist vielleicht ein bisschen zu OP, aber kommt schon. Ah, das war wohl die falsche Entscheidung. Nein, ich muss mich konzentrieren. Er denkt wirklich, er kann es noch schaffen. Was ein Loser. Nein, Spaß. Ich finde ja Joe ganz cool. Novihana. Das sind sehr coole Charakter. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Warum lebt denn Yanma überhaupt noch? Finde ich okay. Okay. Jetzt reicht's. Jetzt war genug des Spielchens. Und diesmal vier Pokémon. Hatte ich letztes Mal drei gehabt? Und dann Yanma immer noch nicht entwickelt. Aua. So, dann flex ich doch mal direkt, oder? Let's go. So, Apfel. Wir sollen ihm Spitznamen geben, glaube ich. Oh, auch ein Zur-Apfel. Ja, komm. Drache gegen Drache. Sind gegenseitig sehr effektiv. Süßer Nektar. Dieses Bild einfach gerade hier mit beiden Zerapfeln oder Diplins. What? Was? Na gut, wie du willst. The Titan. No. Oh, der ist aber schon fast Level 70. Okay, ich war underleveled. Ich dachte, die Kämpfe sind immer noch Level 50. Nee, jetzt nicht mehr. Komm, ein bisschen spät. Nein, ich kann nicht einfach nicht mithalten. Noob.
Quappo. Oh. Okay, zeig mal. Das wird so Quackso bei ihm, aber nur ein Quappo hat er. Ist nicht Quappo sogar Typ Kampf oder sowas? Oh, ist nicht effektiv. Oh. Oh, das ist effektiv. Oh. Genau falsch rum, Mike. Genau falsch rum. Ah. Hm. Nicht so nett. Egal, dann wird es Mocha regeln. Aber warte, Mocha ist underlevelt. Ich hab das nicht durchgeplant irgendwie. Aber seht ihr, wie klein Mocha ist? Haha. Ich bin ein Geist-Pokémon. Hihi. Und ich zock deine Lebenskraft weg. Also, falls ich das überleben sollte. Oh, ich überlebe tatsächlich. Krass. Wie das aussah. Yay. Aber ich finde Mocha eigentlich ganz cool. Ist halt so ein kleiner Geist in so einer kleinen Vase. Mit einem Stab oder so einem Löffel oder was auch immer es hat. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Stock, ne? So ein Stab. Damit schlägt er einen auf den Kopf. Oh oh. Dunkelnebel. Ach so. Nee. Habt ihr die Attacke verwechselt? Egal. Down! Yeah, yeah. Du bist down. Und ich nicht. Ich hab gewonnen. Gegen dich. Wie Senior! Da komm, Farigiraf kann das machen. Farigiraf hab ich noch gar nicht benutzt, ne? Den ganzen DLC noch nicht. Voll mal Zeit. Warum ist es immer so kommen? Weil du mich nicht besiegen kannst. Tut mir leid, Mann. Vor allem nicht mit so viel Pokémon. Da musst du schon alle 6 haben. Alle 6 Slots. Schau mal, wie süß. Wie süß hat deine Visele da steht, oder? Aufräumen. Als nächstes bitte mein Zimmer. Macht das schon KO? Oh, das war ein Crit. Nice. So, jetzt bist du down. Nicht Superzahn. Oh, die Hälfte der... Ja, genau die Hälfte weg. Okay. Du bist jetzt down. Okay. Ich muss auf jeden Fall meine Pokémon noch entwickeln. Also meinen Morty meine ich. Ich bin einfach zu schwach. Verloren. Ich bin zu schwach. Kein Wunder, dass... Ey. Egal, auf zur Infotafel. Bringen wir diese Aufgabe endlich hinter uns. Ja, okay. So. Mehr Lore. Vielleicht auch falsche Lore. Nähert sich dir zur Dämmerstunde außerhalb des Dorfes eine Schattengestalt, so sei auf der Hut. Setze auf der Stelle eine Maske auf, um sein Antlitz zu verbergen und verneige dich. Ob Mensch oder Oni, er wird nur die Maske sehen und dich deines Weges gehen lassen. Okay, Maske tragen, wir haben keine Corona-Zeit. Solltest du keine Maske zur Hand haben, so hoffe, dass der Schatten sich als Mensch erweist. In diesem Fall darfst du den Sonnenaufgang erneut erleben und wirst nie mehr deine Maske vergessen. Entpuppt sich der Schatten jedoch als Oni, hat fürwahr dein letztes Stündlein geschlagen. Der Oni raubt jedem die Seele, dessen Gesicht er erblickt. Du wirst nie ins Dorf zurückkehren. Damn. Das knast mir wieder. Oh, coole Story. Früher hatten die Leute meine Maske dabei. Jetzt rate mal, wer die alle hergestellt hat. Niemand anderes als der Uropa von meinem Opa. Oder so ähnlich. Wie ist das also wahr? Dass der Oni den Menschen die Seele geraubt haben soll, halte ich für eine Lüge. Aber der Teil mit den Masken und dass meine Familie sie angefertigt hat, stimmt wirklich. Wir stellten seit vielen Generationen Masken her. Mein Opa ist zum Beispiel auch Maskenschnitzer. Sogar das Maskenfest sollen sich unsere Vorfahren ausgedacht haben. Aber mir gefällt nicht, was hier auf der Tafel steht. Sie hatten Angst vor dem Oni. Okay, aber warum mussten sie gleich so überreagieren und ihn aus dem Dorf vertreiben? Der arme Oni muss sich bestimmt total einsam gefühlt haben. Wie kann man andere nur so behandeln und ausschließen? Sorry, Bro.
Hat er so einen Punkt an dem Hals. Was tut dir leid? Ja, lass uns schnell ein Foto machen. Okay. Yay, thumbs up. Er hat keinen Bock mehr. Damit wäre unsere Aufgabe abgeschlossen. Meine Pokémon und ich müssen noch viel stärker werden. Ich gehe nochmal nach Hause. Okay, ciao. Wir sollten ihm wahrscheinlich folgen, oder? Machen wir gleich. Na? Wollt ihr ein Foto machen? Habt ihr extra auf mich gewartet? Seid ihr meine Fans? Oh, warte. Ja, wo sind sie hin? Oder? Yeah, meine Fans, Alter. Ein Geheimnis, wie man reich werden kann mit diesem Nassgnet. Ja, die Pose finde ich gut. Okay. Genug gealbert. Jetzt entwickeln wir unser Pokémon. Wahrscheinlich auch in dieser Tasche hier, oder? Denn das Lustige ist bei der Entwicklung. Genau, hier. Simple Teetasche. Schale. Diese sonderbare Teeschale löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ für den Tee aus. Ja, Morty ist einfach nur ein Geist, gefangen in dieser kleinen Vase. Und jetzt kann es endlich frei sein. In dieser Teeschale. Genau andersrum als die Gala-Version mit Fatality. Genau andersrum. Wo es dann in dieser Teeschale ist, aber unbedingt in diesen Pott möchte. Jetzt haben wir Essen! Nudelsuppe! Fatalitscha! Ich mag dieses Gesicht davor, es sieht gruselig aus. Simple Form. Es gibt sich als Tee aus und versucht jenen, die es versehentlich trinken, die Lebensenergie auszusaugen. Allerdings wird es oft durchschaut. Ich hoffe, es saugt nicht meine Lebensenergie auf. Fatalitscha versucht Quirlschuss zu erlernen. Das ist eine neue Attacke. Der Anwender verschießt gequirlten Tee. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird ihm als KP gutgeschrieben. Sie erleidet eventuell Verbrennungen. Oha, das klingt echt gut eigentlich. Machen wir Gigasauge für weg, würde ich sagen. Ja, nice. Ba-ba-da-bam. Alright. Ja. Ich level noch mal ein bisschen. Und dann gehen wir wieder zurück. Hä? War doch hier oben, oder? War das nicht hier oben? Doch. Okay, jetzt nicht zu viele geben. Aber auch nicht zu wenig. Ich bin langsam lieber. Nicht, dass ich auf einmal zu overlevelt bin. Ja, das passt. Und bei ihm auch nochmal ein paar Blättersturm. Hatten wir es nicht vorhin schon? Ich glaube, das hatten wir vorhin schon, ne? Ja, komm. Machen wir ganz schnell. Da-dam. Und... Achso, das ist... Ne, das war richtig, war richtig. So. Ich weiß, es dauert gerade ein bisschen. Aber ich bin mir nie sicher, ob der noch neue Attacken erlernen möchte oder nicht. Na gut, lassen wir's. Fliegen wir wieder zurück mit unseren Noctus. Das finde ich mal ganz lustig. Aber man kann jetzt hier hinfliegen, oder? Ja, man kann jetzt hier hinfliegen. Nice. Ja, fliegen wir unseren Noctus hierhin zurück. Denn dann müssen wir die Nachricht überliefern, dass wir alles geschafft haben. Und wir müssen ins Pokémon Center. Mein Shiny ist tot. Ich brauche eine Heilung, please, Lady. Hi, das ist Pokémon Center. Kann ich heilen? Ich hoffe, du heilst mich. Was mit Trester Joy passiert? Das war's auch schon. Okay. Hä? Irgendwo hier. Aber wahrscheinlich drin, oder? Oder auch nicht. Mein Ei schlüpft. Oh! Das ging schnell, muss ich sagen. Das ging wirklich schnell. Hab gedacht, das wird viel länger dauern. Und was schlüpft? Was schlüpft? What? Ein Panflam? Okay, das kam jetzt sehr unerwartet. Ist das random, was für ein Starter da rauskommt? Oder ist immer Panflam? Ich glaube, das ist random. Kann das sein? Egal. Okay. Cool. hey, wir haben ein Panflam. Ich weiß nicht, ob ich das im Team behalten werde. Ich weiß es noch nicht. Aber nett.
Na gut. Oh Mann. Hallöchen. Diese kandierten Früchte vom Maskenfest haben höchst interessant geschmeckt. Ich hoffe nicht, dass du meinen Shiny gefressen wolltest. Oha. Was wird ihr reden? Einstellungen ändern. Achso. Nee, lassen wir dabei. Passt schon. Schlafen gehen? Möchtest du schlafen gehen? Ja. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Maike. Ich soll von Hana ausrichten, dass sie bei sich zu Hause warten, dass du zu ihr kommen sollst. Und zwar Dalli, ihre Worte, ich meine. Okay. Dann mal Dalli dahin. Kamera bitte folgt mir auch. Sei nicht müde. Müde Cam. Oh man, oh man. Dann lass uns mal auf den Weg machen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das Pamphlet behalten will. Das kommt so random. So übelst random. Ich überleg's mir noch. Na endlich, hast du ja ganz schön Zeit gelassen, Maike. Wenn Joe erstmal wach ist, können wir nicht ungestört reden. Ich habe versucht, Orgamons Maske zu reparieren, aber dafür fehlt mir noch ein Material. Ja, und zwar ein ganz bestimmtes. Ein Kristallfragment aus den Tiefen des Kristallsees. Klar, wir könnten die Maske auch in ihrem jetzigen Zustand zurückbringen, aber Orgamon freut sich bestimmt mehr, wenn wir sie wie vorher vernünftig reparieren. Total nett von dir. Jetzt, wo ich seine wahre Geschichte kenne, möchte ich Orgamon einfach mal was Gutes tun, damit es glücklich wird. Es würde sich sehr freuen, das zu hören. Ja, oder? Morgen, Opi. Oh, guten Morgen, Joe. Und tschüss, Joe. Da hast du gerade echt nichts verloren. Also, ja, bla bla. Reg dich am frühen Morgen nicht schon so auf. Wie das? Ich hab mir schon was vor. Blöde Kuh. Was ist denn mit dem los? Seit gestern bestimmt er sich total komisch. Der Junge hat sich den ganzen Abend in seinem Zimmer verschanzt. Nicht mal zum Essen kam er. Naja, er kommt wohl langsam in die Pubertät. Mir soll's recht sein. So klebt er wenigstens nicht die ganze Zeit an dir, Maike. Gut für uns. Wir müssen nämlich zur Spitze des Onyama, von der Kristallsee liegt. Eigentlich geht es mir gegen den Strich, Fremde auf den Berg zu lassen, aber... Na, bei dir können wir eine Ausnahme machen, schätze ich. Also dann, auf der Bergspitze schnappen wir uns eines dieser Kristallfragmente. Wir wissen jetzt zum Glück schon den Weg dorthin. Deshalb machen wir uns auch direkt schon auf. Genau, so hier müssen wir nochmal zurückkommen, wenn wir dann den Dex voll machen. Den Dex werde ich wahrscheinlich, nachdem wir die Hauptstory von diesem DLC... Ja, ist auch Apfel. Findet man überall. Und den anderen auch. Genau, sobald wir den Hauptstory durch haben vom DLC, werde ich dann in einem Livestream, wahrscheinlich auf Twitch oder so, folgt mal auf Twitch, werde ich dann wahrscheinlich den Pokédex hier in Kitakami vollständigen, damit wir uns die Belohnungen anschauen können. Weil ich weiß, es gibt hier ein paar Belohnungen. Und ja, wenn ich mich nicht irre, kann man sich dort vorne zum Berg aufmachen. Da gibt es doch extra so einen Eingang zum Berg. Genau, da oben. Also, let's go! Und damit meine ich nicht die Pokémon-Spiele, sondern das Abenteuer, was auf uns ruft, was zu uns ruft. Was uns anruft. Piep, 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 piep. Da solltet ihr mal rangehen, Leute. Ja, ich zoome einfach nur durch. Hä, oder geht's hier nicht nach oben? Ich hab einen Klingplim. Was? Okay. Das sieht mich aber gerade nicht spielen. Ah, hier geht's hoch. Ganz viele Items. Viele von denen ich auch gar nicht wirklich brauche, aber. Ich nehme natürlich trotzdem mal alles mit, wenn es auf dem Weg liegt. Genau. Ja, ich weiß nicht, den DLC-Ort hier, den ersten, den finde ich ganz in Ordnung. Ist jetzt nichts Krasses, aber ist voll in Ordnung. Oder was meint ihr? Findet ihr den cool oder würdet ihr sagen, eher richtig langweilig? Oh, was? Ist hier eine Sackgasse? Ist das alles nur für diese Gigastoßtherme oder kann ich hier... hochkraxeln. Okay, vielleicht soll ich hier hochkraxeln. Ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt mehrere Wege, hier hochzukommen. Aber ich nehme jetzt einfach den ersten, den ich erblickt habe. Und das ist halt der hier.
Ihr könnt natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Bock habt, die komplette Map erkunden. Das mache ich zum Beispiel nicht. Habe ich auch im Main Game noch nicht gemacht. Und habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich vor. To be honest. Hä? Alter, den habe ich nicht gesehen. Ich meine, okay, gut, zu den Farben passt er hier im Hintergrund. Bitte ist da kein Pokémon in mir. Okay, wunderbar. Ich spreche mal kurz mit dem Schild dort. Ich muss wissen, wo es lang geht. Oh, ja, aber nee, jetzt sind wir schon da. Schreckenshöhle voraus, Gefahr betreten verboten. Inferno passt voraus. Hä, in der Höhle waren wir schon. Oder ist das hier der normale Weg dorthin? Hä? Okay. Ah, wir sollen hier so einen Kreis machen. Alright. Inferno Pass. Hier lang soll es gehen. Weil wir den normalen Weg gehen wollen und nicht wie beim letzten Mal einfach hochklettern. Man kann ja machen, wie man will. Nur verpasst man dann ein paar Pokémon wie Smoggern und Honduster und Smoggern und Honduster. Ja, ganz, ganz seltene Pokémon, klar. Klar, klar, klar. Und Spoink habe ich auch schon mehrmals gesehen. Vakuumwelle. Na gut. Aber dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir uns dann das Fragment holen, die Maske reparieren und sie Ogapon zurückgeben. Hier ist übrigens ein kleines Lagma. Auch sehr cute. Und ja.